ich weiß nicht, komm, komm jetzt, ein noch. Ah, irgendwie. Ach Mann, kann doch alles nicht sein. Ach, hi. Hi, ihr seid ja auch da. Ja, grüß euch. Ach, ich daddel ja gerade rum mit meiner neuen Konsole. Scherz, ist natürlich keine Konsole. Das ist mein super toller BMW Service Rückstelldiagnose. Ich kann alles Computer. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wofür ich den benutze. Gucken wir auf den spannenden Moment, wenn wir die Zündung anmachen. Ah, und da steht es schon wieder. 1.12.21 war sie fällig. Okay. So, jetzt sieht es schon angenehmer aus, aber der Schlüssel oben leuchtet einfach weiter und weiter und weiter. Da müssen wir ran. So, und da wir das nicht einfach so machen können, brauchen wir dafür natürlich elektronische Unterstützung. Die habe ich jetzt mal hier mitgebracht. Das ist also ein Gerät, das habe ich mir vor ein paar Jahren mal zugelegt. Eigentlich seit wir beide eine BMW fahren. Und das ist einmal der Computer und das Kabel. Das hier den Computer mit dem Ende. Mit dem Diagnosestecker verbindet. Und wo dieser Diagnosestecker ist bei mir an der R12R, das zeige ich euch jetzt. So, und der Codierstecker. Der hat sich bei der R12R hier auf der rechten Seite versteckt. Hier ist so eine Plastikklappe unterm Tank. Den kriegt er mit einer 25er Torx auf, also wie fast alles bei der BMW. Das ist auch, meine ich, die Größe, die der Bordschlüssel hat. So. Dann ist die Klappe ab, hier hinter, hier der ganze Kasten, das ist die Batterie mit den Anschlüssen. Hier ist der Plus, da ist der Minus und dazwischen, dieser Schnippel hier, das ist der Codierstecker, also der Diagnosestecker. Der ist ein bisschen in so einer Klammer reingefummelt, da hängen auch nur zwei Käbelchen dran oder so. Ein bisschen Vorsicht, ja, sind doch ein paar mehr Käbelchen. So, dann habt ihr hier schon mal den Stecker. Dann ist eine Kappe, die dreht er wie bei der Sprudelflasche einfach auf. So. Und dann haben wir schon das ganze Ding. Ihr könnt innen in diesem Stecker, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, wenn ich es einmal so hoch halte. Da seht ihr so, unten neben diesem roten Schniepel ist so eine kleine Nase auf der rechten Seite. Die ist auf der linken auch. Und oben, die kann man jetzt nicht sehen, aber da ist auch eine, glaubt es mir. So, die bilden also ein Dreieck. Und das habt ihr bei den Anschlüssen, hier halt auch. Da, da und da. Diese Öffnungen müssen halt in die Nasen greifen. So, und wenn die das einmal getan haben, dann könnt ihr das einfach... Moment. Das einfach verschließen. Einfach einmal kurz zudrehen und dann ist das schon verbunden und den Rest machen wir von oben, da sieht man es besser. So, den Stecker verbinden wir dann einfach mit dem Gerät und dann tut sich auch schon was, der holt sich die Stromversorgung von der Batterie. So, und dann können wir uns hier munter durchzappen. Wir gehen zur BMW-Diagnose
Entern. Wir haben ein Motorrad. Enter. So, dann wählen wir die Service-Funktion an. Dann sind wir beim Service-Reset. Das sind die Kilometer. Und da geben wir das Intervall ein. Heißt also 10.000. Gehen zurück auf Reset. Entern die Geschichte. Und es war erfolgreich. So, und beim Data Reset geben wir jetzt quasi auch das Intervall ein. Heißt in diesem Fall das nächste Wartungsdatum. Heißt in unserem Falle der 13. Monat 2 im Jahre 2023. Dann resetten wir das. Nein, wir bestätigen erst mit OK und resetten jetzt. So, auch das war erfolgreich. Und wenn wir jetzt alles erfolgreich gemacht haben, ist die Serviceanzeige weg. Hurra!